Wir haben ja wirklich großes Interesse daran, dass Sie mit uns bis zum Ende des EPMOOC Plus dranbleiben. Und wir wissen auch, dass die Einheiten sehr unterschiedlich sind und dass am Schluss nochmal wirklich besonders gehaltvolle Einheiten im EPMOOC Plus kommen. Und dass man wirklich auch ein besonderes Erlebnis hat, wenn man einmal mit einer großen Lerngruppe das Erleben eines vollständigen MOOCs genossen hat. Daher haben wir Ihnen jetzt noch eine Reihe von Tipps und Tricks zusammengestellt, die Sie unterstützen sollen beim Dranbleiben. Und bedanken uns an dieser Stelle auch bei unserer Kollegin Anja Lorenz, die mit ihren Erfahrungen zum Zustandekommen dieser Liste wesentlich beigetragen hat. Ja, der erste Tipp: Verschaffen Sie sich gleich zu Beginn des Kurses einen guten Überblick über die Inhalte. Und wenn Sie das gemacht haben, dann tragen Sie doch am besten die Freischaltungstermine der einzelnen Module gleich in Ihren Kalender ein. Wir möchten Sie dann zusätzlich noch per E-Mail erinnern, wenn ein neuer Modul freigeschaltet wird. Wir stellen die Transkripte und Übungen zu EPMOOC Plus auch in Textform bereit und empfehlen Ihnen, sie zu speichern oder auszudrucken und eine Kursmappe mitzuführen. Und der nächste Tipp ist eigentlich ganz selbstverständlich. Er lautet: Machen Sie doch bitte wirklich gleich in der Einheit die Übungen zur jeweiligen Einheit und versuchen Sie das, was Ihnen praktisch vorkommt und brauchbar vorkommt, gleich in Ihren Arbeitsalltag zu implementieren. Außerdem hat sich bewährt, das eigene Lernen im MOOC in einem Lerntagebuch zu reflektieren. So lernen Sie nämlich nicht nur etwas über die Inhalte, sondern auch darüber, wie Sie persönlich in einem Online-Angebot am besten lernen. Außerdem haben Forschungen gezeigt, dass es beim Absolvieren eines vollständigen Online-Kurses sehr hilfreich ist, sich untereinander auszutauschen. Deswegen betonen wir an dieser Stelle noch einmal den Tipp, sich wirklich Fragen oder besondere Beobachtungen oder auch Probleme zu notieren und damit eben in den Austausch zu gehen, sei das jetzt im Forum oder in einer Begleitgruppe oder vielleicht einfach mit Kollegen oder Kolleginnen. Webinare sind eine freiwillige Ergänzung und eine tolle Möglichkeit zum Austausch oder einfach als Bildungsfernsehen nutzbar. Ja, und wenn Sie nicht sowieso an einem Begleitangebot teilnehmen, dann können Sie sich auch einfach eine Bezugsperson zum EBMOOC Plus suchen. Da könnten Sie sich einfach im Forum umschauen oder Sie erzählen einfach Ihren Kolleginnen oder Kollegen im Arbeitsumfeld vom EBMOOC Plus und erhöhen so ein bisschen die Selbstverpflichtung, den Kurs auch abzuschließen. Lassen Sie sich außerdem durch die Zertifikate und ECTS für den EPMOOC Plus ruhig motivieren. Sie können ja das Zertifikat zum EBMOOC Plus und auch die Teilzertifikate als PDF herunterladen und dafür ist wichtig, dass Sie jeweils 75% der jeweiligen Tests erfolgreich richtig beantworten und Sie können ja auch die Tests mehrfach wiederholen. Zusätzlich zur Kursbestätigung gibt es auch Badges. Das sind digitale Sticker, die an eine E-Mail-Adresse gekoppelt sind und von Seiten des technischen Betreibers verifiziert wurden, also hier von der TU Graz. Diese Badges haben durch die Verifizierung einen hohen Wert. Wir informieren Sie dazu aber nach der letzten Kurseinheit noch genauer. Und abschließen möchten wir mit einem alten, simplen Trick, der jetzt vielleicht ein bisschen behavioristisch klingen mag, aber funktioniert. Wenn Sie es geschafft haben und den EBMOOC Plus vollständig abgeschlossen haben, dann belohnen Sie sich doch mit einem kleinen Geschenk an sich selbst.